Hallo, Freunde der Spielkultur, der Videospiele. Und zwar sehen wir uns heute hier wieder in einem Let's Play zu Mech Commander Online. Ich habe den Login und das Intro von Anfang, beziehungsweise Intro kann man dazu nicht sagen, wir sind ja noch in der Closed Beta, übersprungen. Zum einen natürlich der Login, weil da natürlich relevanten Daten von mir stehen, die jetzt vielleicht nicht jeder sehen sollte. Und das ist natürlich total interessant. Deshalb starten wir hier, nachdem wir uns eingeloggt haben, in unserem so gesehenen Vorbereitungsbildschirm, also den Launcher an sich. Der ist eigentlich in einem Fenster gehalten. Also ihr werdet das hier nachher im Vollscreen sehen. Für einen selbst am Heimrechner hat man den aber auf dem Desktop. Also man hat Render und der ist halt im Fenster. Ja, was gibt's hier erstmal zu erklären? Newsfeed haben wir, dann wird im Moment stark beworben, das Founders-Programm noch, damit man noch ein bisschen Geld in die Kassen der Entwickler schiebt. Was mich aber jetzt nicht so gereizt hat während der Beta, auch wenn das Spiel gut durchdacht ist. Es ist halt ein bisschen World of Tanks-like mit dem Umrüsten der Mechs. Okay, es ist natürlich jetzt nicht abgekupfert, aber so dieses ganze Free-to-Play-Prinzip ist ähnlich. Nur, dass man hier halt auch, obwohl geht ja auch in World of Tanks, man kann halt auch Mechs kaufen. So sehen wir es auch in diesem Founders-Programm. Hier Choice of One Founders Mech, das ist zum Beispiel der Mad Cat bei $60. Anders hat man keine Möglichkeit, daran zu kommen. Oh, tut mir leid, hab gerade Schluck auf ein bisschen im Hintergrund. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wenn man das Spiel das erste Mal spielt, hat man eigentlich nur hier vorne was zu tun, denn es gibt nur diese Trial-Mechs. Solange man sich nicht einen eigenen Mech kauft, die kann man nicht editieren oder verändern. Dementsprechend muss man sich da echt lange erstmal durchkämpfen, obwohl es hat sich gebessert. Als ich in die Closed Beta kam, gab es 30.000 Credits pro abgeschossen, nee, pro Sieg. Da war noch gar nichts anderes einberechnet. Man musste gefühlt 100 Matches spielen, bevor man den günstigsten Mech kaufen konnte. Inzwischen ist das ein bisschen abgeschwächt. Ich glaube, ein Sieg bringt 80.000 Credits plus, was man für einen Schaden gemacht hat, wen man so getötet hat, etc. etc. Was aber auch ein bisschen doof am System ist, dass solange wir keinen eigenen Mech haben, XP-Punkte verloren gehen, weil XP-Punkte auf die Mech-Klasse gerechnet wird. Das zeige ich euch aber gleich nochmal hier im Launcher. Jedenfalls, das sind die Trial-Mechs. Es ist ein leichter, Medium und ich glaube, das sollten zwei Heavy-Mechs sein. Die wurden nämlich letztens erst verändert, als der eigentlich finale Patch für die Open Beta aufgespielt wurde. Das wurde aber dann wieder rückgängig gemacht und wurde gesagt, die Open Beta kommt noch nicht, weil es zu ein paar neuen Problemen kam durch das Engine-Update. Also es läuft nicht mehr ganz so rund. Ja, dann gehen wir mal rüber ins Mech-Lab. Nicht wundern, ich habe keinen Mech gekauft bis jetzt, weil ich spare einfach bis zu dem Mech, den ich gerne haben will. Jetzt sehe ich gerade, dass ich 300 MC Gold habe. Ich drücke jetzt nicht auf Bau, auf Kaufen, weil es kann dann immer sein, dass sich Geschichten, beziehungsweise ach, Geschichten, dass sich der Browser öffnet und das würde meine Aufnahme jetzt ganz zerstören. Also jedenfalls haben wir eine eigene Mech-Bar, ein bisschen World of Tanks, ne? Man kann auch neue Mech-Bars dann kaufen, wo man Mechs einkaufen, hinstellen kann. Hier haben wir die Trial-Mechs, die kann man sich hier nochmal ein bisschen genauer angucken. Welche Tonnagen die haben, was für eine Geschwindigkeit. Was mich jetzt wundert, ist, dass der Dragon so schnell ist. Ja, der Awesome ist ja ein Long-Range-Mech gewesen. Naja, okay. Ja, gehen wir wieder rüber zu den Besitzenden, also den Mechs, die wir besitzen können. Da könnte ich jetzt einen neuen Mech kaufen. Haben wir eine sehr lange Liste von Mechs, die wir halt kaufen können. Der Kommando hier, der Jenner, dann den Centurion dürfen wir mehr Leute kennen, den Hunchback. Gerade in der Mech Commander-Serie, die ich gerade mache zu Let's Playen, benutze ich den Hunchback ja sehr häufig. Der Dragon. Katapult, den habe ich ja auch da häufig drin, den Awesome habe ich auch drin und den allseits beliebten Atlas, den habe ich ja auch in der Mech Commander Serie so mit drin. Ja, wie man sieht, die Preise sind happig, vor allem dann hat er erstmal die Grundausstattung, die wir hier sehen können, halt
von der Geschwindigkeit, vom Equipment, eine Standard-Engine, dann die Hardpoints bleiben immer gleich, weil das sind halt Posten, die wir halt haben davon. Also die fest, also Installationsposten, was kann ich da reinsetzen, müsste das sein. Und ja, die Bewaffnung, die halt drin ist, und das kann man halt alles noch verbessern. Vor allem Equipment kann man wohl massiv noch ausbauen. Aber da ich einfach noch zu wenig Credits habe, mir eigentlich den Mac zu kaufen, den ich will, weil ich würde halt gern Hunchback kaufen. Der ist aber bei 3 Millionen sind alle drüber. Muss ich halt noch ein bisschen warten. Unglaublich, der Dragon ist echt schnell. Na gut. Dann war es das mit dem MechLab. Mech-Laboratorium. Dann gehen wir in Pilotenlab und hier sehen wir das, was ich schon erwähnt habe. Obwohl ich sehr viele Matches schon gemacht habe, kann ich halt nichts anlocken mit XP oder XP sammeln, auch wenn es in den Matchen angezeigt wird, weil ich halt keinen der Mechs besitze. Und dementsprechend kann ich kein XP sammeln in dem Bereich und dementsprechend kann ich keine Skills sammeln. Das bedeutet, dass man als Trigal-Mech echt unterlegen ist in Matches. Im Moment. Ja, dann soll es irgendwann der Store freigeschaltet werden und und hier Fraktionen. Das wird dann wahrscheinlich ein Fraktionskrieg sein, aber Fraktion ist sowas wie Gilde, mit der man zusammenarbeiten kann. So. Ja, das alles erstmal hierzu und am besten gehen wir einfach mal in ein Match. Ich werde dafür den Awesome nehmen, weil Lightmechs spielen ist schon ein bisschen tricky und da muss man halt eine gute FPS-Rate haben, um da vernünftig klarzukommen, finde ich, weil man halt auf Geschwindigkeit sehr stark setzen muss und nicht auf vernünftig positionieren. Und wenn man dann so ein paar FPS-Einbrüche hat, weil man gerade aufnimmt, ist das ziemlich schlecht mit dem zu spielen. Deshalb werde ich einfach euch das alles mal zeigen im Awesome. Und dann gehen wir jetzt ins Match rüber. Ja, bis jetzt sieht man noch nichts, aber da kommt's langsam. Hier sind wir schon im Mech, jetzt warten wir erstmal darauf, dass das ganze Team kommt. Sehen, dass hier so ein paar Sachen rumgeschossen werden. Match startet in 8 Sekunden. Haben die Karte River City, glaube ich, die eigentlich ganz cool ist. Wenn ich jetzt sofort die Map-Taste finde, kann ich das auch zeigen, warum die gut ist. Genau. Weil man kann halt hier schön rechts über den See rüber gehen oder anfangen, die Brücken zu verteidigen. Aus dem See kommt man nämlich wieder schwer raus. Und deshalb ist eigentlich ganz cool, vor allem für Häuserschlachten. Dann muss ich euch noch sagen, ja, ASWD geht man nach vorne, mit der Maus steuert man so ein bisschen sein Torso, weil Torso und Beine sind voneinander getrennt. Und dann ist noch wichtig, rechts unten sehen wir unseren unsere Waffendeck. Da ist auch ganz interessant, was mit dem Kreis markiert ist. Bedeutet, da wo ich gerade mit dem Kreis bin, von meinem Zielkreuz, sieht man ja gut, da schieße ich auch sofort hin. Für alle anderen Waffen, die da drunter liegen, muss ich mein Zielkreuz darauf haben, auf mein Ziel. Und so unterscheiden sich halt die Waffen. So, jetzt haben wir da hinten schon ein Ziel. Ich werde mal eben Raketen feuern, weil die halt über unglaublich hohe Reichweiten ihr Ziel treffen können. Und ich kriege jetzt auch schon XP-Punkte, weil ich Gegner spotte. Und so fängt das auch meistens an. Also wenn man mit Raketenmechs arbeitet, ist man erstmal dran, auf Distanz hier ein bisschen Schaden zu erzeugen. Man sieht auch hier über die ganzen Raketen rumfliegen. Übrigens ist auch Crytek Engine. Hier vorne sehen wir, was schon einer ganz schön auf die Ömme kriegt von unserem Team.
Dann ist auch ein Katapult. Ah, da muss ich mich besser positionieren für. Gehe ich mal rüber. Ja, vielleicht auch ganz nett zu erwähnen, es gibt hier sowas wie Panzerungslevel. Also man hat Frontpanzerung und Rückenpanzerung. Das sieht man rechts oben ganz schön beim gegnerischen Mech, wo ich gerade hinlaufe. Der auch schon einiges eingesteckt hat. So, und jetzt kann ich aufhören, die Raketen zu benutzen. Weil... Ah, da ist er auch schon tot. Weil ich zu nah am gegnerischen Mech dran bin. Ah, jetzt kriege ich gleich auf die Ömme, wenn die mir jetzt nahe kommen. Da kommt der erste Raketenschauer auf mich. Ah ne, die versuchen immer noch den anderen auszuschalten. Den Katapult, der da oben steht, der auch nur noch eine Seite, also ein Raketen... Ein seiner Raketenbox drum drauf hat. Ja, schlecht positioniert für mich, jedenfalls für meine Rundlaser. Und der Atlas ist ein bisschen heftig für mich. So, jetzt habe ich den gut getroffen mit meinen Heavy Lasern. Ich habe übrigens Zoom auf mittlere Maustaste. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten wäre, die nur mit Tastatursteuerung oder mit Joystick. Also das spielt auch eine Joystick-Unterstützung für alle Leute, die früher Mech Commander gespielt haben. Okay, da ist ein Ziel. Mit etwas Glück passe ich hier durch. Und mit noch mehr Glück treffe ich den da hinten. Ah, Mann, mein Schwerverleger. Mein schwerfälliger, dicker Mech. Anvisieren ist übrigens auf R, wer sich dafür interessiert. Sehr gut von mir. Da sieht man nämlich, dass ich hier so einen Standard-Mech habe. Und der greift mich gerade mit seiner vollen Ladung an. Ei, 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 wo ist denn mein Team? Jetzt habe ich schon ein bisschen Schaden genommen von dem seinen Lasern. Okay, da oben haben wir noch einen. Aber sonst sind viele von uns schon tot. Ah, da hinten ist nur einer. Ja, Base under Attack. Das geht nämlich hier darum, dass man die Basis angreift, beziehungsweise sich da in einen vordefinierten Platz begibt und dann wird die Basis halt zerstört. Dann laufe ich mal am besten zurück, weil ich ja noch am nächsten zur Base stehe. Aber sehr viel werde ich da nicht ausrichten können. Dann schalte ich mal im Waffendeck schon mal den Laser zu. Ist übrigens hier, wenn man rumgeht rechts unten, rechts, STLG rechts, dann kann man die Waffen auf die unterschiedlichen Slots machen. Und jetzt, wo ich hier so im Nahkampf bin, kann ich auch alle Laser zusammenschalten.
So, mit etwas Glück ist nur er da. Wie man sieht, nehme ich einfach den Kommando jetzt auseinander, um ein paar Punkte wenigstens zu kriegen. Weil ich werde auch gerade schon von hinten beschossen. Ah, da habe ich noch den Arm abgeschossen, aber dann habe ich hier... Bin überhitzt und bin tot. Aber wie man sieht, hier ist dann die Auflistung, was man gut und was man schlecht gemacht hat. Ja, hab gut Targets gespottet, durch Verlust, also verlieren 60.000, aber Kills, noch ein paar Punkte, Komponenten zerstört, Schaden gemacht. Die Runde hätte schlechter laufen können. Aber so sieht es einfach aus, wenn man halt Mech Warrior Online spielt und ich hoffe, das war schon mal ein ganz netter Einblick. Ich werde vielleicht noch ein paar andere Let's Plays machen, wenn ich auch einen anderen Mech habe.